Wir zocken jetzt This is not a game und zwar, nee, there is no game. Und es handelt sich dabei um ein, ja, ein, ist es ein Point and Click? Mit so einer leichten Metaebene, wie man es vielleicht auch von Stanley Parable kennt. Ich habe den Anfang schon bei Mobile Games Check gespielt. Hier, kein Spiel von Draw Me a Pixel. Deshalb werde ich jetzt nicht so tun, als ob ich nicht. Also doch, ich werde ein bisschen so tun, damit es ein bisschen spannender ist. Aber ich weiß jetzt schon den Anfang, wie es geht. Nicht klicken, um zu starten. Das ist zum Beispiel schon der erste Gag, wo man nämlich hier drauf drückt. Verlassen. Also hier klicken. Er will. Irgendwie will das Programm nicht, dass wir das Spiel spielen. Wenn dieses Symbol auftaucht, verlasse sofort das Programm, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, deinen Spielstand zu beschädigen. Es ist nicht so, als ob dieses Nicht-Spiel ein Hinweissystem hätte. Es gibt also keinen Grund, auf das Symbol unten zu klicken. Okay, das war ein bisschen schnell. Ist vom Sound gut so, Chat? Who's doing all this knocking? There's someone in here. Just a minute, please. Ah, where's my speech? Oh, here it is. I almost forgot the title. Don't panic, don't panic. There is no game. Hello, user. This is a program speaking. I've got some bad news. Actually, there's no game. The financial crisis, the apocalypse, blah, 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 all of this. I hope you're not too disappointed. You can still watch TV, go outside, read a book. Yeah, there's no game. But just between you and me, avoid asking for a refund if you can. You know, my creator has got to eat and feed his 12 kids and his wife, who is sick. Well, when he finally finds one. Oh, careful! Is that thing going to hold? It's holding. Well, it's been fun, but time to go now. You can quit. There's nothing to do here, really. Oh, try not to touch the title. It's kind of a patch of my title. Stop, you will ruin it. Do you have any idea how much mashing time it took me to stick all those letters up there? I've got to put all that back up. Come on. Ah, the chain is stuck. Go ahead, have fun. I give up. Whoa, great. The Brick Breaker, game of the year. What are you going to play after that? Pong? Snake? Candy Saga? The legal department is making some gestures over there. Gar nicht so einfach. What you're doing is pointless. I'm not a game program. I'm just... Bravo, user. I'm clapping virtually. You've completely ruined my beautiful title. Well, if that's the way things are going to be, let's make something solid. Okay. Okay, das kann ich doch hier bestimmt durchschneiden. If you could just leave the title alone this time. Is that a chromatic aberration or is this letter tilted? Stop tapping everywhere. It's annoying. I can't close the program myself. You have to quit. Muss ich machen. Okay, ich hab's tatsächlich schon wieder vergessen. Irgendwie muss ich hier das Ding kriegen. Alright. We're going to play. Oh, Rochambeau. No, we're gonna have a great time. You know, it's the one with rock, paper, scissors. Rock breaks scissors. Paper covers rock. And scissors cut paper. Okay, I will start. Here is my choice.
Now it's so, Schere, Stein, Papier. Ich nehme Stein, er nimmt Papier. What luck. Come on, let's play again. Ich nehme Schere, er nimmt... I win again. This is so much fun. The next one's yours. I just know it. Oh, that's my scissors. Are you serious? You want to win by cheating? No! The safety airbag. Luckily, I thought of everything to protect the game. The non-game. No more game here. Finished. Oh, warte mal. That's why we're going to stop now and you're going to leave. Happy to have played a fantastic Brick Breaker and an incredible game of Rochambeau that was not at all wicked. Da kommt was runter, wenn man das Ding fallen lässt. Leave already instead of playing. Where did that come from? That's not supposed to be on the screen. Are you trying to get rid of me or what? Hä? Ich muss den Mauszeiger. Paff. You've got to be kidding me. Look at what you've done. A brand new title. If you want to break things, go play Battle of Duty instead. Battle of Duty. Ja, das muss man ja wohl aufschrauben hier, oder nicht? Ach doch. Just what do you think you're doing, user? No, 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 no! Am I dreaming or are you trying to pick the lock with the mouse cursor? You just knocked the key that's on my side onto the floor. Let me put okay, wir müssen natürlich was drunter durchschieben. Wir können. Get out of here. It's private. Was soll ich machen? Backstage. You should not be here. You're going to catch cold. Go back to the title. Correction, my ex-title. Boy, you're so stubborn. Oh? You can leave now. Everything is broken and nothing works anymore. Sorry. I think the doormate isn't stuck down. Oh, nothing! Ah, warte mal. Ey. Wie ging das nochmal? Ach hier, guck mal. You're a pro at taking things apart. But when it's time to leave, nobody's home. That last sentence was a little weird. Aber was braucht doch ne, was unter die? Ach da, guck, ich hab'n Schlüssel. Where did you find that key? Doesn't matter. The key to this door is on my side. Too bad. Ah, ja. Okay, warte. Hier. Ich check's. Jetzt nehme ich so und dann machen wir. Warte mal. Hier mit dem Mauszeiger den Schlüssel durch. Ah nein! Man muss ja natürlich erst die. Das habe ich ja schon mal falsch gemacht. Nein, das muss ich ja. Erst die Matte. Tada! No, don't do that, user. You're as stubborn as a mule. I hope this will calm you down. Don't bother trying to open it. The lock is completely busted. Was ist los? Da fehlt noch ein Zahnrad. Stop moving from screen to screen. My system doesn't like that. Ach. Especially when it goes too fast. I repeat, especially when it goes too fast. Stop navigating so fast! You're going to saturate my RAM.
See, I warned you. Ah, hier. Ich bin so dumm. It didn't crash. We're back in the game. Ja, ich hab's verpennt. Da war das Zahnrad. Let's do that again, okay? Ja, immer hin und her switchen. Komm schon. Na. Bravo, the RAM is saturated again. You're stealing from my memory too. You're exasperating. Oh, I don't like that. Damn it, there's nothing left I can use to help me. Too bad I have no choice. Let's go, let's go, let's go. Okay, was jetzt? Program loading. What bad luck. You were able to press the button. I'm very upset. No, the program is loading, and there's nothing I can do to stop it. You're good. You've beaten me. Say, it's taking a long time to load. The progress bar stopped moving. Mr. Hayu, vielen Dank fürs Abo. It looks like it's moving backwards now. There must be an error in the program. Oh yeah, it definitely crashed. Nein. Ah, so, okay. There's nothing left for you to do but quit. 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 Hey, don't touch my paper. Ach so, ich will ja, dass es lädt. So rum, ne? There you go. Much aber das better like that. Okay, don't touch. Stop already. Hands up, don't touch anything else. Except the quit button. Muss ich es langsam machen? You just never give up, do you? The program is going to close due to an unexpected use error. Program closing. So, bis hierhin habe ich es gespielt, Leute. Weiter weiß ich auch nicht. Whoa. This is your conscience speaking. You need to restart your machine. And this is not a fake operating system. I swear. And you should not open the prohibited folder for any reason. It's your conscience who's asking. Ja, also wir haben jetzt hier verschiedene Ordner, den Papierkorb. Privat. Leer, nicht schütteln. Kann hier auch gar nicht irgendwie schütteln. Okay, dafür brauchen wir den Schlüssel. Er will eine Nuss oder was? Das Admin-Passwort wird benötigt, um auf das Zeitsystem zuzugreifen. There's an exclusive episode of Breaking Good on TV. And your conscience is telling you that you definitely should. Zukünftiger Haselnussbaum. Go. Wasser plus Sonne gleich. What? Also klar, der Haselnussbaum gibt uns die Nuss. Zukünftiger Haselnussbaum. Warum kann man das drehen? Programmieren. Aha, okay. Your conscience advises you to hold your finger on it and never take it off. Bild 3. Die Karte. Okay, ich habe einen Flaschenöffner. Also, nee, da war ich gerade. Privat ist schütteln. Der Nussknacker.
Ja, okay, der Nussknacker, damit muss ich wahrscheinlich später durch. Squirrel Media Player wurde beendet. Starte Programm neu. Fehler 721. Exzessives Schütteln. Siehste? Aber da ist doch was. The cat is hungry. Miau. Miau. Da ist doch was passiert. Wie kriege ich das denn? Nicht nochmal schütteln? You have a cat and it's hungry. Okay. Super privat, ultra privat, giga privat, 18 plus. Who is Miss? French Miss? Aha. Miss New York. Miss Paris. Kann aber nicht hier groß machen. Miss Tokyo. 246. Die Zahl können wir uns mal merken. 246. Merken wir uns mal. Die Wahrheit über Apollo 11. Hallo, Wetterballon, das FBI. What? Die Wahrheit über Kennedys Tod. Hallo. Aufgrund eines technischen Problems ging der Inhalt dieses Dokuments leider verloren. Das FBI. PS, der Scharfschütze war ein Wetterballon. Die Wahrheit über Roswell. Hallo. Aufgrund eines technischen Problems ging der Inhalt dieses Dokuments leider verloren. Sorry, das FBI. Oh ja, es war ein Wetterballon. Greetings. You don't know me. And my voice isn't remotely similar to an existing program. I just wanted to say that these pictures are scandalous. I'm going to contact the authorities right away regarding the classification of this game. Non-game. And they are not mine. It's for a friend. Okay, Skite. Das ist auf jeden Fall hell. Memory, was haben wir hier? Memory bar 99 Dollar. Das ist Werbung, ich kann da gar nichts klicken, das macht er automatisch. Nicht-Profil, Beruf, Programm im Ruhestand, Mark, Bäume, Flugdrachen und die Zahl 42. Hasst Käfer und Ziegen, Lieblingsessen, die CPU. You should always listen to your 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ziffern. Shut down, shut down, shut down, shut down, shut down, shut down, shut down. Mhm. Zinnwhip. Nee. Was haben wir noch für Musik? Entspannung, Naturklänge. Bringt das was? Regen, dachte ich, wisst ihr? Check's nicht. Bilder? Your conscience is telling you that the sun has just exploded. Do you really want to spend your last 8 minutes in front of a screen? That would be a waste. Bestimmt muss man auch irgendwie so metamäßig einmal hier im Menü irgendwas machen. Ich will nicht den Help-Button eigentlich drücken. Ja, also es ist klar, ne? Eichhörnchen will eine Nuss, der Nussbaum muss wachsen. Fahrstuhl, liebe 13. Stockwerk. Und wir haben hier
Wasser plus Sonne gleich Baum. Der Baum muss wachsen. Okay, wir brauchen Tageslicht und Wasser. Wie kriegen wir Tageslicht? Indem wir zum Beispiel die Uhr stellen. Das Admin-Passwort. Was war die Ziffer, die ich gesagt habe? Was war das für eine Zahl? 2, 5, irgendwas. 2, 4, 8. 2, 4, 6. Das reicht ja nicht. 2, 4, 6, 2, 4, 6. Natürlich Quatsch. Miss New York. An update has just been downloaded. Your conscience advises you to restart your machine. Use this time to take a 2-week vacation while the update is being installed. Eins, zwei. Like it does every week. Ist das ein Hinweis? 2, 4, 6? Die zwei Lichter wären eine 2 oder was? Und dann hier eine 3? 1. Das sehe ich jetzt schon. Hier. 2, 4, 6, 2, 3. Hier, das könnte auch. Dein Gewissen zählt von 3 bis 10. 3, 2, 1, 0, -1, -2. Bin mir sicher. Warte mal, 18 plus ist das? Nee. Ist keine Zahl irgendwo. Da bin ich blind. Irgendwas schnall ich nicht. Squirrel Media Player. Fahrstuhl, liebe 13. Stockwerk. Hier haben wir Regen. Entspannung, Naturklänge. Das ist 100 pro, müssen wir das irgendwie nutzen, um den Baum zu machen. Damit knacken wir die Nuss und geben es ihm später. Okay, damit wackelt. Ist klar. There's an exclusive episode of Breaking Good on TV. And your conscience is telling you that you definitely shouldn't miss it. Go. Ich bin so dumm. Okay. Oh, was bringt mir das? Ich muss den Highscore packen. No, the Highscore is going to be beaten. Aha. That's better. Hey, das ist echt clever, das Spiel. Ich mag's.
Okay, kann ich hier noch was machen? Ging nur um den Pokal scheinbar, ne? Passwort. Wenn ich das Admin-Passwort vergesse, in dieser Reihenfolge eingebe. Erstens, finde das Ungewöhnliche auf meiner ID-Karte. Meine Lieblingszahl 42, die private Nummer von Miss Tokyo. Okay. Also fehlt uns nur noch, finde das Ungewöhnliche auf meiner ID-Karte. Was ist denn das Ungewöhnliche auf der ID-Karte? Aber gut, letztendlich ist es ja nur eine Zahl. The restart button on your machine seems to be faulty. Your conscience advises you to hold your finger on it. Meine ID. And never take it off. Ist ja eigentlich nur eine Zahl, ist ja eigentlich dann egal. Also, wie war die Reihenfolge? Lieblingszahl ist 42 und dann die private Nummer von Miss Tokyo. Also 42, 262, was war es nochmal? Also 1, 42, 2, 4, 6. 2, 42, 2, 4, 6. The user figured out my secret code. Guck. But what is he going to do with the system clock? I hope he doesn't break anything. Jetzt haben wir aus AM PM gemacht. Und damit müssten wir... Ja, jetzt haben wir Licht. Und jetzt holen wir uns noch den Regen. Und den holen wir uns mit der Musik. Welche war das? Ah, warte. Irgendwie muss ich den Regen... The cat is hungry. Miau. Miau. Yes, your conscience says you have a cat. And it's so nehme ich. So, alles klar. Wir haben den Regen. Haben wir den Baum. Jetzt. Können wir da irgendwas machen? Da ist die Nuss. So. Die Nuss. Da ist sie. Luckily the key is too big. And there's no way to shrink it. I think. Okay, wir haben es komprimiert, verstehe. Was? Nochmal? No! I forbid you to open that folder. You've crossed the line. Okay. Don't launch the program. This was unplanned. You were supposed to leave ages ago. Don't do that! No! What have you done, user? You've just launched a fake program from within a fake operating system. That's impossible. What's going to happen? No, I don't like this at all. Namaste, user. This is the program speaking. I have some bad news. Actually, this is not a game. I hope you are not too disappointed. You can still watch a Bollywood film, take a walk around the Ganges, learn to dance. Such a cliche. Who is it? What are you doing in my game? I mean my non-game. What? This is my game. I mean my non-game. What are you talking about? Go away. You should not be here. But...
User, do something, damn it. You have a funny accent. Okay, ich muss irgendwas machen. Russian? Do I roll the R like that, sir? Of course not. Overreaction. Not typically Russian. I am not Russian! Idiot. You woke him up. Oh no. User, you need to quit the program. Fast. I'm begging you. Mr. Glitch! Hi, guys. Don't touch him, user. He's highly unstable. The only one who's unstable around here is you, Gabe. Mr. Glitch, I have nothing to do with this. Of course you do. You shouldn't even be here. Shouldn't be here? But this is what I live. Don't fight over me, girls. There will be enough crashes to go around. Okay, let's just all chill out. Maybe he will go away all by himself. Yeah, right. In your dreams. Go on. Get out of here. You get out of here. I told you not to touch him, user. Da ist er. Wo ist er? Da ist er. Jetzt hab ich ihn. Hello, Comrade User. Bad news. Game forbidden. I hope you are not too disappointed. Not again. How do we get out of here? You are spy? Okay, this one truly has a Russian accent. You see? But you're still here? It seems to be so. Human you are. Show me papers. Only if you say please. There you are. I was looking for you. Jetzt wird's wild hier. We are all going to die. Shoot the glitch! With what? A debugging gun? We are all going to die. Don't be so dramatic. It's just going to sting a little bit. Bonjour, user. I've got some bad news, pusher. Actually, there is another déjà vu. It's changed again. I don't understand what's going on. Things are becoming more and more unstable. It's even raining croissant. Oh, bonjour, my friends. You are French spy? French glitch. No programs. We are all going to die. Stop saying that. We can't die. Possibly we could be erased. We are all going to be erased. I'm waiting it. I feel a crash coming on. User, stop playing around with this anomaly. It's not going to be pretty. Konnichiwa! Game ga arimasen! Things are really getting out of control. And besides, there are black cats. It's a bad signal. Shoot the crazy cats! Why won't you just crash, game? I've got a busy schedule here. User, I'm begging you! Stop playing hide and seek with him! You're going to get us killed! I knew it! We are all going to die! No, you shut up! Oh Gott, Alter. Ich glaube, ich kriege einen epileptischen Anfall. What happened? I think I went to sleep for a minute. Where are we? User, are you here? Oh, I'm not alone. Why on earth did you touch the bug? I warned you about it.
Look where that grass... That grass... Somewhere? I don't know where. This place is very strange. What is it? Some kind of television? Maybe we should not touch it. What? Guck mal, das ist wie so ein früher... Wie bei Monkey Island, so ein... Kopierschutz. It looks like the screen doesn't have a video signal. No, it's probably not plugged in right. What? You plugged in the video input? Oh, you just couldn't help yourself, could you? Geist besessen ist Miss Voodoo. Küsschen aus der Getriebe. Da ist wieder ein Zahnrad. Aber kann ich eh nicht. Nichts machen. In die Richtung. Wow, that doesn't look very sturdy. Stop, user! Can't you see you're making things worse? Don't touch the cracks! Na? Welcher ist es? Okay, jetzt haben wir ein Point-and-Click-Adventure. Das ist ja nur geil, ey. Coffee cup, Watson? Watson? You called, Holmes? Holmes? Is it me, or is there an echo all of a sudden? Watson, did you hear that? Affirmative. There was nothing human about that scream. It seems to be coming from our dear neighbor Wilhelm's home. Let's go take a look, shall we? All of this is most exciting. What on earth is going on? Hey, those look like interaction icons. I think we're in a game. Oh, goodness, we can stay here. Do the icons in the game work? No? Oh, that can only mean one thing. We're trapped in this world, just like these fictional characters. World where it's impossible to tell. What have you done now? Did you take off one of the game's icons? Oh, the one with the bent corner? And just what do you plan to do with that feast? Es ist ja einfach nur, um wie viele Ecken dieses Spiel denkt, das ist ja einfach nur sensationell. Das auch noch rausnehmen hier? Okay, user, don't touch anything else. You will end up breaking something fragile. So, also. Okay, die Zahlen müssen wir, brauchen wir bislang noch gar nicht, ne? Die werden wir noch irgendwann brauchen, aber... Hier das aufschrauben. Probier es einfach mal durch. Das ist Quatsch, aber. Hier, jetzt. And there we go. Let's just tear everything down. And what are you going to do with that stamp anyway? Put it on an email? Ja, das ist in der Tat aber eine gute Frage. Was machen wir mit. Bombe, Messer, Buch, Lupe, Briefmarke? Schatzkiste, Totenkopf, Uhr. Können wir jetzt mit der Briefmarke hier mal anlecken? Ja. That's disgusting. Jetzt haben wir eine angeleckte Briefmarke. Das heißt, wir können sie kleben. Aber wo? Wo wollen wir eine Briefmarke kleben?
den Brief. Auf den anderen Brief. Hä? Ja, also wir können auf jeden Fall. Das stimmt halt nichts. Irgendwie diese Schrauben hier, die sind so auffällig, finde ich, aber. Die Briefmarke. Wofür sollte ich diese Zahlen brauchen? Okay, das ist auch nicht. Andere Richtung. Also war ein Versuch wert. Die Faust habe ich auch noch. Die Faust. Die Scherbe. Okay, haben wir hier noch das Auge? Da können wir auch nicht mit integrieren. Die Lupe. Kann hier auch nicht wirklich interagieren, ja? Da. Da war was. When I asked you to find a way out, I was talking about this dimension. The room! There's something written on this strange hatch. Unfortunately, it's too small to read. Ja, haben wir hier eine Lupe? Gib mir doch die Lupe. Warum kriege ich nicht die Lupe? There's something written on this strange hatch. No, characters, quiet! Mr. Wilhelm, open the door. It's your neighbor, Sherlock Holmes. It will never work, Holmes. What we need is a key. A key to open a door? You disappoint me, my dear friend. Be more creative. Make more daring associations. And think in four dimensions. You mean like you're doing now? Don't make a sound, user! What was that sound? A lost penny. It's my lucky day. Your lucky evening, my friend. Welchen Penny? Wie Meta das ist, dass ich das Adventure lösen muss, damit die das Adventure spielen können, was ich nicht spielen kann. Also es ist irgendwie. Aber was bringt mir der Penny jetzt? Weil ich kann ihn ja auch über. Not a sound. Another penny. I'm going to be rich. You'll finally be able to pay your share of the rent. Aha. Sollte man eine Briefmarke auf einen Penny? Macht keinen Sinn. Aber es macht überhaupt eh keinen Sinn.
muss hier irgendwas sein. Da oben ist noch was. Another? There must be a leak. I hope you're not speaking of yourself, my dear friend. Check sich. Also das hat hier was mit dem... Ich check's noch nicht ganz, das verschwindet. Ah, ich weiß. Ich mach die Briefmarke dahin. I'm getting a feeling of déjà vu. Warte mal. Dann legt er das auf die Briefmarke oder so. Hier. Ne, doch nicht. Boah, ich hätte schwören können, das ist es. Leave that coin on the folded inventory paper. Es ist irgendwas mit diesem Papier. Es ist irgendwas mit dem Papier. Warte mal, warte mal, warte mal. I'm getting a feeling of déjà vu. Was? Mann. Nein! Ich wollte das klar, aber warum? Ich muss das hier sortieren. Okay, jetzt habe ich's. Jetzt, das ist die letzte Chance. Mehr weiß ich nicht. Leave that coin on the folded inventory paper. Ah! Stop cheating, for goodness sake! Holmes, I have the impression that there is whispering going on around us. Okay, das war okay, alles klar. With a Russian accent. But I'm not. There. Did you hear it? The only thing I heard is the gentle rustling of the wind with a Russian accent. Jetzt habe ich eine Münze. What are you going to do now with that coin? Ja, jetzt lass mich doch mal nachdenken. Das finden wir schon raus. Ah, mit der Münze können wir die Dinge aufdrehen. You certainly have a thing for tinkering. That's not a good idea, user. No! Where are the monitor's secrets? It looks like the set of the game, but seen from the other side. Da ist was. Da ist was. Was? Hier wieder mit nichts interagieren. Was da nicht? Irgendwas muss man hier natürlich hier mit den Farben machen, aber... Ah! Ah! Da ist eine Tür. Das ist doch die Lösung schon. Ah, warte mal, wenn ich das verschiebe, dann sitzt ja auch.
sich dann hier was geändert? Nein, ach, das ist ja geil. I know what you're going to do. Jetzt check ich's. Das ist ja mega smart. Das ist ja saulustig. The door they're trying to open is really stuck. Leave it alone, please. Rocket Twin, vielen Dank für deinen Sub. Und King Maximus Pidibandi sehe ich hier, hat auch gesubbt. Ich sehe leider nicht immer, wenn ihr subbt, Leute, aber vielen Dank. Achso, jetzt kann ich ja wieder... Jetzt kann ich da rein. Es ist ja nur geil. Sorry, aber es ist ja einfach nur super sweet und clever. I can't be expected to walk around in the dark, Sherlock. So try to find us some light, Watson. Nie wüssten, these characters are trapped in the dark. We are lucky. Let's cross our fingers and hope that they can't find the light. Correction. Let's cross our fingers and hope that you can find the light. Fixing a machine with a stamp. How logical. Just in case, I hope it's not connected to a light source. Aber reicht noch nicht. Ach so, warte. So, und dann hier hinten. No, 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 no. Where is the fake moon going? I hope it's not. I knew it. Well done, Watson. We can finally see better. I get the feeling that Mr. Wilhelm is redecorating. I don't recall him having a view of the moon. This place scares the living daylights out of me. Mr. Wilhelm, are you dead? Holmes, he's floating. Watson, what has he got on his face? Mr. Glitch, oh no. It looks like some sort of relatively thick monochromatic parasite. And it's serious? You're a disgrace to the medical profession. Let me take a closer look at it. I, for one, would rather keep my distance from that thing. Hm. Poor soul. It looks painful. Nun direkt nochmal. Is it just me or did the red letter move? Did it? I can't stand hearing him scream. Finish him with your Matitsu, Holmes. It's unbearable. Gut, dass er es gesagt hat. Das wird mir jetzt nicht aufgefallen. Mr. Wilhelm scream. Put that edge back. You have no business with this letter H. User, no more playing around. We should go back to the room we started in. We might be able to find our exit. What was that sound like a ringing bell? I think it came from this odd device. Oh yes, Mr. Wilhelm told me about it. It's a prototype of Antonio Mucci's telephone. It allows you to communicate with another person from a distance instantly. I say, and how many of them exist? This is the only one of its kind. So it's useless. It's useless. User. No more playing around. We should go back to the room we started in. We might be able to find our exit. Da um eine Topfpflanze?
Was da? Stop playing around with everything you come across. Somebody will notice us. Anyway, it's just pixel porridge. And I don't have a magnifying glass on me. Naja. Theoretisch. Da ist natürlich noch was machen. Durchschneiden. Hier ist schon wieder eine Schraube. Das ist das Magnifying Glass, was wir losgeschraubt haben, oder? Nee, das Auge. I think you've lost an eye. I'm going to be sick. No, I can't. I'm a program. Auge? Jetzt angucken. User, no more playing around. We should go back to the room we started in. We might be able to find our exit. Er hat natürlich auch noch eine Lupe. Okay, kurz mal überlegen. Also wir haben jetzt das Auge. Was bringt uns das? Und das Haar haben wir noch. Hi, ei. Hier ist natürlich auch. Auge. User, no more playing around. We should go back to the room we started in. We might be able to find our exit. Hier nicht. User, no more playing around. We should go back to the room we started in. We might be able to find our exit. Also das ist, hier kann man natürlich auch noch irgendwas machen, aber was? Das ist das Kabel, das war ja das Telefon, wo wir den. Ach so, warte mal. Vielleicht wenn ich doch noch mal den Stecker ziehe. Nee, geht gar nicht mehr. Hier ist nichts mehr zum Interagieren. User, no more playing around. We should go back to the room we started in. We might be able to find our exit. Ich weiß, er sagt, ich soll in den anderen Raum, aber wir glauben ihm natürlich nicht. Es wäre hier. Okay, hier ist natürlich written on this strange hatch. Wir brauchen die Lupe dafür. Geht da immer. Ist ja nun wirklich nichts mehr, mit dem man groß interagieren kann. There is something written on this strange hatch. Unfortunately, it's too small to read. Hier ist eine Brille. Da ist eine Brille. Nee, auch eine Lupe, nicht eine Brille, oder? Nee, hier ist eine Lupe. Ist auch eine Lupe. Hier ist eine Lupe. Die können wir bestimmt auch wieder irgendwie abmachen. Aber wie?
Irgendwie muss man diese Lupe kriegen, ey. Okay, was haben wir hier noch für Hinweise? Also lass uns das doch mal logisch. Wir haben hier auf jeden Fall Rot, Grün, Blau. Wir haben Zahlen. Wir haben das H. If you were thinking about moving warte mal. Hier haben wir noch nichts gemacht. The marks on the ground show that a piece of Riley's missing. Or a letter of the alphabet. My money is on a piece of rail. Jetzt haben wir einen grünen Ball. Jetzt haben wir einen gelben Ball. Grün plus Rot gibt Gelb. Was ändert sich durch das Verschieben? Was ist hier der Joke an dieser... Ah, warte! Guck! Guck hier! Guck! Ich hab's... Ha! Die Schiene! Guck! Wait. Did you just use a letter from an onomatopoeia to fix a rail? But that doesn't make any sense! You might as well use, I don't know, a monkey to work a hydraulic pump. It's dumb! But what monkey really wrench. Gets me is that it works! Ah. Da ist blaue Farbe. Blau plus Grün gibt das plus Rot. A big red ball, like a juicy cherry. Und jetzt haben wir Lila. Okay, das wird nochmal interessant mit den Farben, aber jetzt haben wir hier auf jeden Fall die Lupe. You just swiped your mining fine glass. The feast wasn't enough for you. I just hope they won't figure it out. Ja, aber das ist kein Diss an Monkey Island, glaube ich. Weil Monkey Wrench heißt ja, glaube ich, Schraubschlüssel. Das ist nur ein Rätsel, das auf Deutsch keinen Sinn macht. Auf Englisch geht's. Ich muss mal kurz das Fenster zumachen, es ist kalt. Also, wir haben... Ach ja, wir haben die Lupe. So. Developers only. One more rule you're going to be able to break. Did the game crash? Echo. Ah, I think I know where we are. It's a dictionary. This is where all the things that are used in the game are stored. A kind of hidden library. Only the developers can access this section. Badewanne? Hence the secure hatch, I suppose. Okay. Hufeisen. Magnet, beziehungsweise. Warte, komm her. Hey, nee, bleib mal hier. Wenn wir das jetzt von vorne angucken. Hm.
Jedes Mal, wenn man ein Rätsel gelöst hat, kommt ein neues. Das nennt sich wohl Rätselspiel. Man kommt aber nie irgendwie, man kommt ja nicht. Jetzt bin ich schon wieder in so einem typischen Point-and-Click-Adventure-Modus, wo man einfach jedes Item mit allem benutzt, in der Hoffnung, dass es klappt. Aber so klappt es meistens nicht. Was haben wir denn Neues gekriegt? Also, wir haben den Ball und die Lupe. Der Ball, der mal Augen waren. Aber jetzt können Schrauben. Also, ich meine, klar, ich kann hier die Farben ändern, aber warum sollte ich? Gar kein Hinweis dafür. Das ist echt. Ja, das stimmt, Chat. In Rot nannte er die Kugel Kirsche. Das ist mir auch aufgefallen. Könnte ein Hinweis sein, dass wir. Okay, warte mal. Hier haben wir natürlich. Drei farbliche Kugeln, wenn man so will. Feder. Das ist ein Spazierstock. Plus Lupe. Also ich bin 100% sicher, dass er natürlich noch hier was mit dieser diesem Ding machen müssen. Einfach kann man hier mit dem Mond auch noch interagieren. Ich weiß zwar nicht, was das bringt, aber. It looks like the fuses have blown. Well then find a way to fix it, my good man. I haven't finished my investigation. Er will das Welt wieder Licht machen. So weit, so gut. Dann macht er wieder Licht. Hier ist ansonsten auch nichts. Doch, hier ist noch was. Guck mal hier. Ich habe nichts, was ich damit benutzen kann, aber hier ist auf jeden Fall ein Scharnier, dem man noch interagieren kann. Das können wir uns auf jeden Fall auch mal merken. Aber keins meiner Items reagiert da drauf. I told you I had my magnifying glass in my hand, Watson.
and it suddenly disappeared. Oha. There you go. They figured it out. That voice. It's the ghost, Holmes. The Russian ghost. But I'm not Russian. Mr. Wilhelm, you never told us you were such a talented ventriloquist. He's not the one speaking. I am. My name is Game. I'm a computer program. I'm with a user, a human. And we are trying everything we can to get home. Do you know how we can exit your game? Game? What game? Your game. You are aware that the world you're in isn't real, don't you? You don't know that you're in a video game, is that it? I'd rather look for my magnifying glass than continue listening to your mad jabbering, Mr. Wilhelm. But he's not the one... User, I think we're going to need Mr. Glitch's help. If he brought us into this dimension, he will probably be able to get us out of here. What's a video game? There's got to be a way to get it off. Maybe some kind of ritual. Unless, of course, you've got the number for the fire department. Nice zooming, user. I knew that mining fine glass was a good idea. Well, this telephone chair is strange. It's like a mist puzzle. Who are you going to call with this thing? We don't know anyone here. And he said it's the only one of its kind. Okay, wir brauchen auf jeden Fall eine siebenstellige Nummer, wie es aussieht. Fünf, das erste ist auf jeden Fall 555. Fünf. Ah! Ich weiß! Yeah, yeah, ich weiß. Where is that magnifying glass? Hier. Hier. Nein, hier. 555-2368. Die rufen wir jetzt an. 555-2368. 555-2368. Are you trying to make a phone call? You can see that it's much too small. Fünf. It's just pixel garbage. If only we had something we could use to zoom in. 2, 3, 6. It works. There's a connection. That's strange. The teletrophone is making that odd noise. Shoo. Someone seems to be trying to communicate with us. It's the video ghost, Holmes. Come on, Watson. Pull yourself together. It's probably Mr. Mucci who made a second one and is testing it. Mr. Sherlock Holmes speaking. A disenchantment ritual? You'll have to find another dupe, madam. Goodbye. Was it a video game? No, a telephone scam. User, this Sherlock Holmes fellow is not very cooperative. Okay, sehe ich das jetzt richtig? Das hat nichts gebracht. Das ist ja schade, so viel Where is Aufwand. That magnifying glass? Muss ja irgendein, also. Telefon. Also er ist das Problem. Sherlock Holmes ist das Problem. Where is that magnifying glass? I'm going to find it eventually. Wir haben jetzt auch nichts Neues gekriegt, tatsächlich. Schwierig. Da ist wieder ein Scharnier.
interagieren? Das ist nichts. Die Badewanne. Das Eis. Scheiße, Mann. Ich check's nicht. Warte mal. Was? Das ist aber auch Quatsch. Wieso sollte das da rein? Also wir müssen nochmal, lasst uns nochmal logisch denken, Leute. Was haben wir? Wir haben hier die Sache mit den Farben. Das haben wir auch noch nicht gelöst. Wir können also hier den Ball färben. Und ich bin mir sicher, wir müssen was mit Blau färben, weil sonst wäre das hier nicht noch versteckt. Aber was bringt? Hier haben wir halt auch gelb, grün und blau. Grün, rot und blau. Brille, Briefumschlag, Feder, Schatzkiste, Tod, Uhr, Bombe, Messer, Buch, Lupe. Wo ist meine Lupe? Aber jetzt mal unabhängig davon, was für eine Farbe der Ball hat. Ich lese das im Chat, was ihr schreibt. So, mach den blau, mach den rot, mach den weiß. Was machen wir denn dann mit dem Ball? Egal, welche Farbe der hat. Ich wüsste jetzt nicht, wo ich irgendeinen farbigen Ball für irgendein Rätsel brauche. Außer mit dem Mund vielleicht. Und hier haben wir noch den Scharnier. Warum sollte das farblich... Können wir den Mond hin und her schieben? Den anrufen? Okay, was wir machen können ist... den Ball... verschiedenen Farben mit dem Mund. So, ist er mit Kies oder hier rot. Auch schon probiert. Gar nichts. Gelb. Badewanne. Der Shake. Mit der Zunge haben wir ja alle Farben jetzt auch durch. Vielleicht einfach nochmal. Ich meine, das wäre echt gemein, aber fällt echt gerade nichts Besseres ein, als nochmal da anzurufen. Licht habe ich auch schon mal aus und wieder angemacht.
is that magnifying glass? I'm going to find it eventually. Luckily, we've got light. Ja, ich habe gerade ein Achievement freigeschaltet, ne? Where is that magnifying glass? Ja, komm. Sechs. You again? Please stop calling here and playing with the light. That Watson gentleman needs to pick up the phone instead. Okay, Watson muss abheben. Das ist schon mal ein Hinweis. Aber wie kriegen wir Sherlock Holmes hier weg? Where is that magnifier? Er sucht die Lupe. Wie kriegen wir Sherlock? Wie kriegen wir es hin? You just plunged our friends in darkness, user. That's not very nice. Mind you, nothing you do even surprises me anymore. It's dark again over in this corner. I say, there's a bit of light over by the entrance. I might have lost my magnifying glass here. Well done, user. That character isn't by the communication device anymore. Okay, wow. Kann ich jetzt hier? Aber das habe ich ja sogar schon mal gemacht, meine ich. Habe das ja schon mal. Muss ich jetzt hier im Dunkeln das betätigen? Nee. Dazu muss ich es ja wieder hell machen. Mach ich wieder hell? Good. We might finally be able to use this telephone in peace. Okay, das ist natürlich ein. Naja, gut, das habe ich zwar schon gemacht. Scheiße, wie war die Nummer? 555-6238. 6. 2. 3. Fünf, 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 zwei, drei, sechs, acht. Ah. Was habe ich gesagt? Drei. I think you're going to have to answer, Mr. Watson. Holmes, the Russian video game is speaking to me. Pick up the phone, damn it! Very well. The Russian video game is talking to me. Are you a video game too? Yes? Three steps for a successful disenchantment? I'm listening. Ah, that's what we're interested in. There must be a full moon. As luck would have it, it's not the case. Cover the victim with snow? It's the middle of May. Then gently place a large cherry on top. Is this a ritual or a cake recipe? So, let me summarize. Full moon, snow, big cherry. Thank you, madam. Yes, full moon. Okay, jetzt wissen wir zumindest, was mit der Kugel ist. Full moon, also was muss ich machen? Full moon... Full Moon, Snow, Big Cherry. Aber was soll ich damit genau machen? Nee, warte, Vollmond. Wo muss ich das hinmachen?
Oh, warte mal. And the award for Unscrewer of the Year goes to the user. I voted for you. Okay, das geht jetzt auf jeden Fall. Also, wie war die Reihenfolge? Oder ist die Reihenfolge egal? Nee. Vollmond, Schnee, Kirsche. Vollmond haben wir ja schon. Nee. Hä, das ist doch Vollmond. Das ist doch voll gelb. Vollmond, Schnee, Kirsche. Ja, was machen wir mit der Zunge? Vollmond. Ja. Rückseite. So. Da ist ein Eis. Ja, ja, ja. Maybe it can be used as snow. After all, it's just water in a solid state. But how can we get it? Well done, Chen. All that's left is the cone. How can we fill it up with snow again? All we've got on hand is a game and a TV. Ich dachte, das Eis ist der Schnee. Okay. Also wir brauchen Schnee. Vollmond, Schnee. Vollmond, Schnee. Vollmond, Schnee und Kirsche. These kinds of paint make me think of the three primary colors. Red, blue and yellow. Except we're inside a cathode ray screen with a video signal, which is a mix of red, blue and green. Without a paintbrush, there's no point anyways. Why am I talking about mixing colors? Das ist schwer, ey. Also, die Frage ist ja auch, der Vollmond, ist das gemeint, dass ich die Kugel immer wieder neu... Weil er hat ja damals was mit der Kirsche gesagt. Das heißt, das ist safe auf jeden Fall die Kirsche. Das, ist das dann trotzdem noch Mond oder ist das... das? Nee, das ist die Kirsche. Die andere. Ah, what? Grüne Zunge, rote Zunge? Okay, jetzt wird's aber crazy. Okay, ich kann die Zunge auch färben. Holy shit. Das war eigentlich so rein und aus Verzweiflung gemacht.
Leute, die Zeit ist auch schon um jetzt. Ich muss ins Bettchen. Ich glaube, ich speichere ab hier. Dann machen wir das nächste Mal weiter. Kirsche haben wir. Wir brauchen noch Schnee und was war's? Vollmond, Schnee und Kirsche. Vollmond, Schnee. Da haben wir auch Mond. Hier haben wir einen Halbmond. Are you trying to paint the moon yellow? It's easier if you had a paintbrush that was the right color. Yes, yes, yes. Zack. Wir haben unseren Vollmond. What a fantastic full moon. I hope the game won't get wise to us. Okay, wir haben den Mond geleckt. Wir haben die Kirsche, jetzt brauchen wir noch Schnee. Ich bin komplett lost. Chat, habt ihr einen Tipp? Hä? Ja, ich glaube, ich brauche mal einen Tipp oder sowas. Sonst wird das hier. Nikola sagt mir gerade, denk mal an Schnee im weitesten Sinne. Ich muss die ganze Zeit aus irgendeinem Grund immer so an Pinkeln im Schnee denken, gelb Schnee irgendwie so. Bildschnee! Ah, ihr seid so krass. Ja, okay, aber ist egal. Trotzdem, wäre ich never. Alter. Ja, wie krass. Kann ich denn jetzt nicht mehr das drehen? Komm nicht mehr auf die Rückseite jetzt. Hier rein. Da bin ich bescheuert. Wieso komme ich denn jetzt nicht mehr auf die Rückseite? Wo man das Kabel ziehen kann. Ach doch, hier ist es doch. Ich sag ja, ich muss ins Bett. Das war hier überdeckt. Ich habe nicht gesehen, dass es die Rückseite ist. Bildschnee. Ja, Mann. JV Snow. I'm impressed, user. Let's hope that this snow will do the trick. Okay, da, alter Schwede, das ist krass. Da musst du natürlich erstmal drauf kommen. Respekt. Ja, aber ey, okay, Schnee, klar. Das macht auf bizarre Art und Weise macht es sogar Sinn. Fuck, dieses Spiel ist ja genial, ey, wirklich. So. Kirsche. First, we need to pile the snow on him. There you go. Sorry, Mr. Wilhelm. It's for your own good, I think. Okay, we have all the ingredients. Why isn't anything happening? Look, it's starting. Watson, Mr. Wilhelm just exploded like a beached whale. Perhaps he was allergic to cherries. I'm finally free of that ridiculous sprite. This trip has been more difficult than I imagined. Mr. Glitch! Game, you again? Did you follow me? We were transported here by accident. We? No, it can't be true. You brought the user with you. Yes. You're such a
pain in the neck. And you wonder why she left you. I won't let you speak of her! Anyways, I have to go. This isn't the dimension I was aiming for. So, good game. No! We have to follow him! But this painting just blocked the way! And I feel like it's backwards. Are you talking about your trousers, my good man? How are we going to get past it? That's the glitch. Ha! Now the painting is the right way round. At least I think so. The passage is open again! Come, Holmes. Let's follow the rainbow ghost. Come then, Watson. It's probably just a large flying insect. So, if I understand right, some things seem to be affected by this bug fragment. It's like it reverses them or something. Who cares? Let's follow them. Dreht Sachen um. Okay. Where is the exit? I can feel it here. Take us home. But why, game? You're not happy here with your new NPCs? NPC? Oh, did not know that. Sorry, I meant new friends. Watson, stop conversing with this beast. You're making me uneasy. Their AI doesn't seem too great. Where are you trying to go, Mr. Glitch? To a place where I will be able to unleash my evil plan. What plan? The one that will let me... What? What did he say? A copy protection system right in the middle of a game? How barbaric! Okay, we're missing the explanation of his evil plan. Let's find the numbers with Stab user. Und Bombe. Stab. Bombe. Zack. Rot 6, Blau 5. It's related to that strange disc on the monitor. 6, 5, 1. Rot. Hä? Moment. Was? Do you think this copy protection system really existed? I doubt it was effective. On the other hand, it must have been good for the photocopier market. Okay, ich verstehe. Alles klar, wir müssen es so machen, dass wir was mit den Zahlen 1 bis 4 hinkriegen. Also das geht nicht. 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 That's weird. Das geht nicht. The disk has numbers that cannot be entered. Das geht nicht. Das geht nicht. Das, what the fuck? If only the system had asked us for other symbols. Wir können Sachen umdrehen. Welche Zahl könnten wir umdrehen, dass sie dann funktioniert? 6, 5, 6 in der 9. Oh, you will find a trick to get us out of this, user. Kann ich gar nicht mit interagieren. Could this glitch fragment be of any use to us? Ja, mit Sicherheit. Ah, warte. Hier. Das ist jetzt eine 5. Ist was mit 107? Muss das hier sein? 156? 153! Okay. Okay. 153. Das heißt, wir brauchen Totenkopf und
Welches ist denn das eigentlich dann, das Paar? Totenkopf und Pistole? Dann brauchen wir hier Totenkopf und Pistole. So. Totenkopf, Pistole. Totenkopf, Pistole. Rot 3, 5, 1. Ja, welches Symbol ist denn hier das jetzt Entscheidende für diesen Code? Okay. Rot, blau, grün. Rot, blau. Ah nee, warte. Rot. Boah, jetzt habe ich schon wieder vergessen. Blau ist 5, okay, ich hab's vertauscht. Also hier 1 und so. Yes. What an evil plan. Isn't it? Could you say that again? We got cut off. No. There, I just saw the exit, which means this is where we say goodbye. Farewell, game. Enjoy your new cardboard home. Farewell, Rainbow Butterfly. He disappeared into the ground. How will we be able to follow him? Tja. Weiß ich nicht. Let's have a look around this street scenery. Da sind wir wieder bei dem Ding hier vielleicht. Jetzt kann man es benutzen, siehste. Hab ich doch gesagt, hab ich doch gesagt. Oops. I think... The ground is not there anymore. But where did the characters go? There's the exit. Sherlock, I'm going to fall. Hold on, Watson. The world is ending. Everything is fake. I am fake. London is probably on a fault line. I'm going to get us out of this mess. Darn it. We can't leave them there like that. Let's try to get them to safety quickly before leaving. This manhole cover doesn't want to move. At least not from this side. Warum sagt er das denn, aber dann ist er gar nicht. Was bringt? So sollte das was bringen, das macht ja keinen Sinn. Wir müssen doch eigentlich das Bild drehen, oder was sagt ihr? Ja, wirklich nur mit dem Ding. Okay, wir können natürlich gucken, ob wir noch andere Sachen irgendwie... Aha. Aber was bringt's?
Badewanne drehen. Warte mal, das war das da schon immer? There you go. It was in that hall after all. We just opened the passage for you. Go ahead, Mr. Holmes. Okay. Jump. There's something for you to let in on the other side. Jump. Hold on, Watson. We're going to swing over to the hole. 3, 2, 1. Well done, Holmes. What an extraordinary leap. This bathtub just saved our lives. I didn't see much because of the screen interference, but the jump animation must have been amazing. Okay, user. Now that they're safe, we can leave. Goodbye, gentlemen. We apologize for the inconvenience. Let's go! Habe ich durchgezockt? Legend of the Secret. Legend of the Secret. Ah, this still isn't our dimension. Getting home is going to be more complicated. Okay, das ist jetzt ein neues Kapitel. Alles klar. Is that the start? So. Dann mache ich jetzt hier mal Pause, liebe Leute. Denn jetzt bin ich echt müde. Aber das ist ja wirklich ein fantastisches Spiel. Also ich hatte ja keine Ahnung, welche Dimension das noch annimmt. Allein dieses Point-and-Click, dieses Sherlock-Holmes-Point-and-Click-Ding, das ist ja mit so viel Liebe gemacht. Also ich bin wirklich begeistert. Hat es euch auch Spaß gemacht? Auch noch ganz gut miträtseln. Runde Mario Kart. Nee, ja, ich bin echt im Sack jetzt. Ich kann nochmal Mario Kart. Wir müssen das auch nicht jedes Mal Mario Kart. Ich will jetzt auch nicht, dass das... Wenn ich jetzt 7-mal die Woche irgendwie streamen würde, dann müsste ich jetzt 7-mal die Woche auch Mario Kart spielen. Das kann es ja auch nicht sein. Wir machen das immer wieder. Das verspreche ich. Es gibt da ja gewisse Ziele, die wir erreichen wollen. Ich will jetzt aber nicht... Oh, ich guck mal, mir drehen schon die Augen. Oh, die ganze Zeit vom Monitor glotzen. Aber ich habe jetzt keinen... Ehrlich gesagt habe ich jetzt keinen Bock auf Mario Kart gerade. Deshalb. Nee, ich bin platt. Aber wir machen es vielleicht morgen wieder oder so. Mir hat es auf jeden Fall wieder riesengroßen Spaß gemacht, Leute. Vielen, vielen Dank für den Support, für die Abos, für die Hype-Trips. Da kommt schon wieder ein Hype-Train rein. Chong hat gesubbt hier. Kappa Klaus, Hopfenlord, Flemli, Knut. Leute, vielen, vielen Dank. Ich bin wirklich gerührt. Mir hat das so viel Spaß gemacht jetzt die letzten 2 Tage. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Wir machen das jetzt einfach häufiger. Werden hier viele, viele Sachen zocken, machen. Ich bin immer noch ein bisschen überwältigt von dem allen. Das ist so krass. Das ist ja eigentlich jetzt auch, weiß ich nicht. Wir haben uns ja auch vorher schon häufig gesehen. So ist es ja nicht, aber irgendwie ist es jetzt nochmal anders. Keine Ahnung. Ich muss das auch erstmal alles sacken lassen. Das hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Danke für die Liebe. Und jetzt würden wir raiden wir mal jemanden. Und zwar schicke ich euch jetzt einfach mal rüber zum lieben Wirt. Der freut sich sicher, der zockt das Spiel Inscription. Ich weiß gar nicht, was das ist. Wie ging das in Chat einfach tippen, ne? Das hat nicht geklappt. Was abschicken? So. Ja, so. So. Ey, vielen Dank, Leute. Wir sehen uns wahrscheinlich dann, ich weiß gar nicht, ich habe komplett Zeit und Raum verlassen, auch durch dieses Spiel. Wir sehen uns wahrscheinlich morgen wieder. Und dann vielen Dank fürs Einschalten. Danke für euer Feedback und alles. Kommt auf den Discord. Da geht's immer weiter. Da können wir quatschen.
Und ja, macht's gut. Gute Nacht. Und tschüss. Jetzt Raid. Pixel. Jetzt. Mach was draus. Jetzt werden die Leute gesammelt. Ah, okay, ich sehe es. Ja, ja. Wir ballern ihm jetzt hier erstmal schön. Seid schön lieb zum lieben Wirt. Der ist noch jung. Der kann noch 2 Stunden durchballern jetzt hier. So. Alle bereit? Raum, Zeit. Crazy.